Mahlzeit Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19. Wir spielen an diesem Tag, in dieser Folge, mit Axe Hunter gegen Tottenham. Und das in der Champions League? Ich glaube ja, oder? Wir werden sehen. Bis gleich nach dem Intro. Wir spielen tatsächlich Champions League mäßig. Und da wir jetzt mit unserem einen Mentor das Ziel erreicht haben, werden wir mit einem anderen spielen. Und die dritte Aufgabe, die Geheimaufgabe war, wähle ein Design für die Hunter-Marke. Wow, das ist ja sehr geheim gewesen. Gut, dass wir das hingekriegt haben. Meine Klatze, Katze klettert hier mit seinem komischen kleinen Ball durch die Gegend. Ist mir scheißegal. Wir nehmen einfach weiter auf, ne? Alles klar? Erstmal einen Schluck Kaffee noch an den Start ziehen. Und dann löppt das hier. Da wollen wir mal gucken, ob er diesmal ein bisschen vom vierten Spieltag der UEFA Champions League. Mein Name ist Wolf Fuß und ich bin länger im Spiel bleiben können. Das gewohnte Team am Mikrofon und hier herrscht schon wieder die gewohnte Champions League Atmosphäre. Die Partie heute Tottenham Hotspur gegen Tottenham Madrid. Tottenham Hotspur. Also heute in die Partie gehen. Oh shit. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute Aha. klar sein. Ja, ganz klar nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Muschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Und jetzt der Schuss. Oh. Und der Torhüter ist zur Stelle. Sorry, Leute, da habe ich mich mal gerade ein bisschen konzentriert. Das war der erste Angriff. Der muss bei mir eigentlich immer sitzen. Kein leichtes Spiel heute. Also ich hätte dann doch schon ganz gerne eine Tor. Führung. Da habe ich einen Fuß dazwischen gekriegt. Sehr geil. Den Ball erstmal wieder geholt. Oh, wieder abgefälscht, wieder verloren. Sehr schön. Und Kroos ist jetzt mit in meinem Team. Oder was? Das ist das Ding bei diesen ganzen Mentoren hier. Wir kriegen dann quasi einen Spieler, den wir uns dann selber ausgesucht haben. Ja, dann Hunter. Dann müssen wir jetzt mal irgendwie nach vorne kommen mit dir, hä? Sie sind geduldig und warten Komm. Auf die Lücke bei der... Das war kein Abseits. Ach, fuck, das war Abseits. Gutes ich hab's Auge gesehen. Abseits. Danke. Ja, ein Fuß war im Abseits. Ich hab's gesehen, meine Güte, ey. Sunny, schnapp dir jetzt dieses... Das Klödern geht mir auf den Senk, ey. So Egal. Cool. Komm, wir spielen weiter. Wollen uns nicht hier ablenken lassen. Ha. Ho. Und groß. Und groß. Halt, da nicht hin. Und Hunter. Und jetzt. Den Ball am oh! Richtung gegnerisches Tor. Alter. Hat hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Er ist da und kann 5,9 unsere Bewertung an dieser Stelle. Hunter. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Trippier. Das ist vielleicht eine Scheiße. Das ist vielleicht eine Scheiße. Song. Vielleicht sollte ich doch nochmal über die Schwierigkeit... Profi nachdenken. Oh. Harry Kane. Andere werden das eventuell lustig finden. Aber ich spiele es natürlich auch nicht so oft wie andere, ne? Hunter. So. Jetzt müssen sie schnell spielen. Oben. Toni Kroos. Hunter. Und die Möglichkeit. Nicht so. Aber wirklich schwer war es auch nicht. Mann, das war die erste gute Chance, ey. In der ganzen Aufnahmesession. Nee, ja, stimmt gar nicht. In der letzten Folge, wir erinnern okay. uns, der fast Fallrückzieher. Ha! Und okay. Jetzt. Und zieh ab, Junge. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Ey, voilà. Sie liegen vorn und können jetzt Was geht? Den Weitschüsse? Groß? Hm? Ist das eventuell auch unsere Geheimwaffe, die wir uns da aussuchen können? Groß. Klasse, das können nur ganz, ganz wenige nice. Auf diesem Niveau. Und das hier Zusammenspiel mit unserem Mentor ist an dieser Stelle auch einen dicken, fetten Balken gewachsen. Eriksen. Zum Beispiel, was das innerhalb dieses Spiels hier angeht. Oh. Komm schon. Komm, komm. Oh, da hätte ich jetzt aber auch mit dem anderen Spieler den Ball annehmen können. Nee, das war jetzt nicht so gut. Die Katze ist mittlerweile im Badezimmer angelangt. Er spielt auch Fußball quasi. Christian Eriksen. Junge. Jungen Son. Hallo? Ben Davis. Ich möchte diesen Angriff Kommt bitte jetzt hier der stoppen. Ball in den Strafraum. Ha! Je.
Eriksen. So eine... Oh, voll auf die Klötze. Hast du das gesehen, Mann? Ja, abgeblockt. Mit seinem Zentralmassiv. Er hat quasi alles gegeben. Isco. Und Hunter. Wieder abseits. Alderweireld. Trippier. Also eben, bevor ich diese Vorlage geleistet habe auf Groß, war meine Bewertung bei 5,9. Jetzt ist er auf 7,5 angestiegen. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Ich versuch's auch. Könnte was werden. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Ecksprung. Super gemacht, da greift er ein. Ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Der war zwar recht lange unterwegs, der Ball, aber den musst du trotzdem erstmal halten. Super. Ja, alles klar. Okay, okay. Na gut, wir versuchen mal hier ein bisschen auf Hunter zu spielen. Ecken waren noch nie so mein Fall. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Chance wäre groß. Ah. Es bleibt gefährlich. Ah. Boah. Nee. Ja. Nee. Markus. Ja. Oh. Was für ein Gebolze. Oh boy. Oh boy. Was ist das für ein Game? Haben wir 1:1 gesehen. Und egal. Ist hier noch nichts entschieden. Aber im letzten Spiel drohte mir die Auswechslung auch bei einer Bewertung unter 8. Nur mal so am Rande. Ne, wir haben jetzt. Alles klar. Konnte man nicht sehen. Der Ball eine Bewertung von 7,6. Mit der Führung und einer guten ersten Hälfte. So, wollen wir mal langsam machen. Super Pass von Kroos. Von wegen! Jetzt vielleicht. Sie haben die jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Digga, da ist es doch. Da ist es doch. Ja! Weitschüsse, meine Damen und Herren, Weitschüsse. Ich hätte nicht gedacht, dass das was bringt. Aber holla! Die Waldfee. Zieht euch das mal rein. Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und er profitiert von seiner exzellenten. Ach, so weit war der gar nicht. Ich habe nur den Schuss schon vorm Strafraum eingeleitet. Oder mehr oder weniger auf der Linie, glaube ich. Oh, da war natürlich echt schick. Und die Fans rasten natürlich. Meine Bewertung 8,6. Vielleicht möchte mir der Trainer doch. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Mal einen Dank aussprechen. Nee! Klasse Aktion, Ball ist weg. Ja, da habe ich mir die Frage wahrscheinlich gerade selber beantwortet. Und da habe ich den Dings gerochen, den Braten, den sogenannten, den. Und schon wieder. Aber. Modric. Oha. Isco am Ball. Nee, so nicht. Alderweireld. Aber. Der Ball ist noch im Spiel. Kroos schlägt die Flanke. Oh! Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht. Wie habe ich denn da den Ball abgefangen? Platz, jetzt vielleicht der Konter. Wenn ich den dann jetzt noch reingemacht hätte, dann wäre... Lamela. Dann wäre... Weiß ich nicht. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Oh, jetzt spielen wir aber hier Marco den... Asensio. Den Ball holt er sich. Ja! Jung mit Son. Etwas tiefer und der Ball ist drin. Alter Schwede, das war aber nochmal gefährlich. Hier, guck mal, wie ich mich da reingeworfen habe. Nicht schlecht. Es sieht aber, wie gesagt, immer übler nach. Guck euch das mal an, die ganze Stadionatmosphäre hier mit den fängenden Schwanen, Alter. Wow, meine Laber-Skills sind heute echt... Genau. Jung Minson. Nee. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Okay. Na. Gibt Einwurf für Tottenham. So. Yeah. Da hat mir gerade mein Tätowierer eine Nachricht geschrieben. Nächstes Wochenende geht's dann nach Hamburg. Hereingabe. Oh shit. Es bleibt erstmal weiter. Und Video wird folgen. Sorry, immer noch diese Katze. Peng. Und. Trippier. Ob die wohl noch mal ankommen bei ihrem Glück hier, die Tottenhammer? Ben Davis.
Sprich, das Gegentor. Und da ist der Ball wieder weg. Oh, shit. Was? Foul? Den Freistoß bekommt Real Madrid. Das war ja geil. Einfach nach vorne geschossen, ohne irgendeinen. Immer große Ziele bei Real, was die UEFA Champions League angeht. Und von daher ist es eine spannende Vorrunde. Und weg. Und nach vorne. Groß. Bale. Und nach vorne. Ah. Ho. Puh. Was war das? Was war das? Das gibt Ecke, jawohl, nehme ich. Komm mal hier, wir sind da. Und zack. Sergio Ramos. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball witzig wohl nicht voll getroffen. Nee, leider nicht. Aus der Ecke wird nichts, da war mehr drin. Dembele. Dembele. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Lamela. Und da haben wir ihn. Ah, und das war er. Und da haben wir ihn. Oh. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Er zieht ab. Vor. Ey, ohne Scheiß, ne? Diese Weitschüsse, die bringen es echt, glaube ich. Guck mal hier, schön Platz. Einfach abgezogen und der Ball fliegt wirklich wie eine Rakete. Moment mal gerade, ich muss mal gerade. Ein neuer Mann macht sich bereit. Maurizio Pochettino will wechseln. Da schauen wir mal, ob das jetzt auf den Kampf. Gerade den Fußball von meiner Katze gekickt hier. So, das ging mir nämlich ein bisschen auf den Sack. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. So, wir versuchen uns den Ball wieder zu holen. 8 Minuten jetzt noch. Oh, das war ja wohl gar nichts. So. Son. Einwurf für Real Madrid. Einwurf. 8,7, das ist eine ziemlich gute Bewertung. Let's push things forward. Vielleicht noch der ein oder andere Pass auf groß, dass wir das Ganze auf eine 9 bringen können. Und, oh, das wäre es gewesen, wenn ich da jetzt noch dran gekommen wäre. Nee. Ja. Ja. Hunter. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Komm schon. Komm schon. Jetzt eine gute Flanke. Komm schon. Bale. Junge, was ist denn hier los? Was war das denn, Alter? Ich schieß doch gar keine Flanken normalerweise. Junge, was war das denn? Richtiges Torfest hier, Alter. Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Flanke. Habe ich aber auch die Flanke war lang schön gesehen. Sehr gut reingebracht. Pock, Alter. Leicht, klasse gemacht. Voll ins Eck. Headshot, pow, voll ins Knie. Ist meine Kamera irgendwie verschmiert? Egal. So, das war ja wohl mal hier ein richtiges Torfestival, Mann. Patz, das war's. Gerade nochmal für 10 Sekunden die Einwechslung reingehauen. Mit dem Einzug in die K.O.-Runde. Aber es ist ja die letzte Gelegenheit gewesen, die sicher nicht schaffen. Es knatscht hier gerade irgendwie ziemlich. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Klatschen simulieren soll. Ziel war 7,7. Passspiel. Spiel mindestens 10 erfolgreiche Pässe. Ich habe 13 gespielt. Habe ich nichts von gewusst, von diesen Zielen. Komisch. Aber was soll's. Vielleicht ist das einfach so gewollt, dass das geheime Ziele sind und man die nicht irgendwie sofort direkt wahrnehmen soll oder was weiß ich nicht. So, alles klar. Toni Kroos, 9,5. Ist natürlich echt krasses Ding. Alles klar, wir haben auf jeden Fall ziemlich viel dafür getan, dass wir in der Partnerschaft mit Toni Kroos direkt schon mal einen richtig dicken Sprung gemacht haben. Wir sind mittlerweile bei der 85er Bewertung. Guckt ihr das an. Nach einem Spiel so, puh, direkt den halben Balken voll. Und ich denke mal, jetzt kommt noch ein kleines Training an den Start. Oder? Training? Nein, es wird uns empfohlen mit Danny Williams weiter zu spielen. Dann wollen wir das gerade mal machen. Kriegen wir jetzt etwa noch ein kleines Spiel mit unserem kleinen Kollegen an den Start, oder was? Das ist immer die Ladesequenz. Ich habe es jetzt auch kapiert mittlerweile zwischendurch. Ja. So, dann wollen wir mal gucken, was hier jetzt so abgeht.
Und wir sind wieder bei Danny Williams, 78er, Atri, Ute. Okay, Fotoshooting, Macmillan's Frittenbude, oder ja. Was? Hey, kannst du dir das Ding da schnappen? Das ist ein Reflektor. Stell dich da hin und hindrehen. Gut, ein Stück weiter. Sehr gut. Danny, hi, ein bisschen höher. Gut, gut. Okay, das war's. Danke, Danny. Freuen Sie sich. Okay. Ach, diese Katze. Alles klar, wir gucken mal weiter, was hier... Ach, ein Trainingsday. Da wollen wir uns mal noch gucken an, was hier geht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir kümmern uns um die Zweikämpfe. In dieser Liga ist Timing das Wichtigste. Ich will Härte und Präzision sehen. So, wir steigen wieder ein. Danny Williams, ich bin stolz, dass ich das neue Aushängeschild von Macmillan's Frittenbude bin. Holt euch das The Williams Special. Witzig. Alles klar, wir gucken, was hier noch geht. Ein Spiel gegen Ajax. Okay, Friends, war eine kleine, kürzere Folge heute. In der nächsten Folge dafür direkt gegen Ajax in der Champions League. Und mal gucken, ob wir da nicht noch eine kleine, größere Folge draus machen. Klein, groß. Wir werden sehen. Bis dann. Tschüssikowski.